Willkommen bei den Pionieren in der Welt der landwirtschaftlichen Herstellung von Arzneimitteln, welche Wissenschaftler bei ihren aktuellen Forschungen unterstützen. PPL Therapeutics arbeitet an einer Lösung. Sie wollen Schweine klonen, deren Organe dann in Menschen transplantiert werden können. Geklonte und genetisch modifizierte Kühe, die Milch produzieren können, die den gleichen Nährwert hat wie menschliche Muttermilch. Diese Katzen, die im Dunkeln leuchten, könnten dabei helfen, Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten von Tieren und von Menschen zu entwickeln. Ja, Sie haben richtig gehört. Er hat ein Spinnengen in eine Ziege verpflanzt. Transgener Fisch. Dieser Fisch hat, was wie ein Sixpack aussieht, wie man es von menschlichen Bauchmuskeln kennt. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu warnen. Ich bin hier, um euch auf die größte Bedrohung für unsere Spezies und für unsere Zivilisation auf diesem Planeten aufmerksam zu machen. Die Menschheit hat ihr technologisches und wissenschaftliches Know-how allein in den letzten 100 Jahren zigtausendfach weiterentwickelt. Aber wir sind immer noch die gleiche Spezies, fähig zu großartigen Leistungen, aber auch zu schrecklichen Gräueltaten. Ich möchte mit euch über die größte Bedrohung für die menschliche Zivilisation reden, die bereits heute unwiderruflich den genetischen Code der Biosphären auf diesem Planeten ändert, die Gentechnologie. Ich liebe die Wissenschaft und die Technologie. Ich weiß, dass sie im Grunde neutral sind und dass man sie für gute und für schlechte Zwecke einsetzen kann. Aber die Kontrolleure und Architekten unserer Gesellschaft glauben seit mehr als 100 Jahren, dass wenn sie die Geheimnisse des Lebens entziffern können, die DNA, dass sie dadurch den Schlüssel zur Unsterblichkeit hätten. Und jetzt sieht man in den Nachrichten all diese Artikel, wo sie damit angeben. Die Elite sagt also, wir brauchen keine große Bevölkerung mehr, um unsere technologischen Systeme zu bedienen. Wir stellen jetzt auf Roboter um, Militärflugzeuge werden durch Drohnen ersetzt, Kampfroboter werden in Gefechten eingesetzt und die Herstellung erfolgt ebenfalls durch nicht-biologische Systeme. Es gibt also einen Rüstungswettlauf und einen technologischen Wettlauf in Bezug auf Gentechnologie. Die Behörde für Nahrungs- und Arzneimittel hat kürzlich Richtlinien eingeführt, die es Gentechnologieunternehmen, also vor allem den großen Agrarunternehmen, erlauben, jeden beliebigen gentechnisch veränderten Organismus auf den Markt zu bringen, ohne dass sie jemals die Öffentlichkeit um Erlaubnis fragen müssen. Wenn man sich das genauer ansieht, ist es nicht nur so, dass gentechnisch verändertes Gras weniger Wasser benötigt oder dass gentechnisch veränderte Tomaten länger haltbar sind. Alle Gentechniker, mit denen ich gesprochen habe, die in diesem großen Unternehmen gearbeitet haben, sagten, dass in den verschiedenen Studien mit gentechnisch veränderten Kartoffeln, Reis und so weiter als Nebenwirkung die Fruchtbarkeit der Ratten, der Mäuse und der Meerschweinchen, an denen die Tests durchgeführt wurden, abnahm. Die mit gentechnisch verändertem Soja gefüttert wurden, hatten diese Probleme in der ersten Generation zunächst noch nicht. In der zweiten Generation gab es dann ein langsameres Wachstum und eine langsamere Entwicklung. Und in der dritten Generation hatten praktisch alle ausgewachsenen Tiere ihre Fähigkeit, Babys zu haben, verloren. In Studien mit Affen, mit Primaten und Schimpansen wurde später das Gleiche festgestellt. Neben den vermeintlichen Eigenschaften, um deren Willen diese Organismen entwickelt werden, gibt es andere Eigenschaften, die wie ein trojanisches Pferd biologische Veränderungen im Körper bewirken, die das Krebsrisiko erhöhen und die Fruchtbarkeit senken. Und diese Entwicklungen sind bereits sehr viel weiter fortgeschritten, als der Öffentlichkeit gesagt wird. Die Informationen sind verfügbar, aber dieses Thema erfährt keine große mediale Aufmerksamkeit. Und selbst wenn ich Artikel aus den Nachrichten vor mir habe und sie in meiner Sendung analysiere, bekomme ich E-Mails und Anrufe von Menschen, die sagen, dass ich lüge. Ich werde nie vergessen, wie ich vor Jahren über Artikel berichtete, in denen Spinnenziegen erwähnt wurden, bei denen ein Teil Spinne und ein Teil Ziege ist, sodass ein Material für Schutzbekleidung in ihren Eutern hergestellt werden kann, das in der Industrie als spezielle Komponente verwendet werden kann.
Hier geht es um die Basis der Lebensenergie auf diesem Planeten, die Bausteine des Planeten, die zusammengewürfelt werden, und die Leute riefen mich an und konnten es nicht glauben. Auch heute sehe ich Artikel über Spinnenziegen und Lachse, die mit Insekten oder Fischen gekreuzt werden und die in 40 Generationen die natürlichen Lachse in den Ozeanen verdrängt haben werden. Das geht aus Universitätsstudien hervor. Und die Menschen scheint es gar nicht zu kümmern. Uns wird dieses Zeug als Nahrung vorgesetzt. Gentechnisch veränderte Pflanzen haben andere Nutzpflanzen, aber auch generell andere Pflanzen, die nicht als Hybride entwickelt wurden, infiziert. Bei einer nuklearen Katastrophe steigt das Krebsrisiko der Betroffenen und es treten viele Krankheiten auf. Aber diese Effekte verschwinden mit der Zeit. Bei gentechnisch veränderten Organismen verschwinden die Effekte nicht so einfach. Im Gegenteil, es betrifft auch andere Spezies. Und darüber will ich hier mit euch reden. Was ist die größte Bedrohung für unsere Spezies? Es ist die unkontrollierte Gentechnologie, die von tausenden Unternehmen in zehntausenden Laboren auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Ich erinnere mich, wie ich vor 7 oder 8 Jahren einen Artikel im Wissenschaftsteil der Washington Post las, in dem nur in einer Fußnote erwähnt wurde, dass in Costa Rica im großen Stil Klone produziert wurden, die Kreuzungen aus Mensch und Tier sind. Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört. In den Artikeln der BBC von vor über 10 Jahren wurde zugegeben, dass sie nicht nur Menschen klonen, sondern dass sie sie auch mit den Genen von Kühen kreuzen, sodass die Kuh den menschlichen Fötus in ihrer Gebärmutter nicht abstoßen würde. Warum tun sie das? Wie berichtet wurde, lassen sie die Föten sich so weit entwickeln, dass sie ihre Organe weiterverwenden können. So viel wissen wir offiziell. Du könntest einen Klon von dir mit Kuhgenen produzieren lassen, der dann in einer Kuh aufwächst, und wenn du dann eine Leber- oder Nierentransplantation, eine Bluttransfusion oder sonst etwas benötigst, kann dein Klon dann aus der Gebärmutter der Kuh oder aus einer künstlichen Gebärmutter, die auch entwickelt wurde, entnommen werden, sodass dein Leben verlängert werden kann. Und der Punkt ist, dass wir eine Debatte darüber haben müssen. Die Menschen sehen das als Science Fiction, weil das in Filmen in den 50ern, 60ern und 70ern oder in dem Buch Die Insel des Dr. Moreau bereits Thema war, das viele Jahrzehnte davor veröffentlicht wurde. So wurde den Menschen suggeriert, dass das alles nur Fantasie ist und nicht wirklich existiert. Es ist aber sehr echt, und ich spreche dieses Thema jetzt an, weil ich am Wochenende auf news.com.au gelesen habe, dass ein Hybrid aus Mensch und Tier kreiert wurde, inmitten von Frankenstein-Warnrufen. Wissenschaftler aus dem Vereinigten Königreich haben mehr als 150 Hybrid-Embryonen aus Mensch und Tier in kontroversen und geheimen Experimenten erschaffen, die über 3 Jahre durchgeführt wurden. Und hier ist ein anderer Artikel aus der Daily Mail, wo auch darüber berichtet wird. Eine Menge Dinge beschäftigen mich und hoffentlich auch viele von euch. Und eines dieser Dinge sind die Medien. Jedes Mal, wenn ich in den letzten 15 Jahren Berichte über dieses Thema gelesen habe, war es immer das erste Mal, dass darüber berichtet wurde, und es hieß immer, dass die Forschungen bereits seit 3 bis 5 Jahren durchgeführt wurden. Das erste Mal, dass ich bestätigte Berichte über die Erschaffung von menschlichen Klonen gesehen habe, die kurz vor der Geburt getötet wurden, war 95 oder 96 bei BBC. Das lässt sich nachprüfen. Ich sah es dann wieder 97, 98 und 99 und auch in wissenschaftlichen Publikationen. In China widmen sie sich komplett ohne Vorbehalte dieser Forschung. Sie haben nicht nur tierisch-menschliche Klone entwickelt, die Menschen ähneln, sie haben auch Kühe kreiert, die teilweise menschlich sind und in ihren Eutern menschliche Muttermilch produzieren. In den letzten 100 Jahren haben Regierungen damit begonnen, an Biowaffen zu arbeiten. Die Japaner, die Deutschen, England und die USA, Frankreich und viele andere Regierungen. Und es drehte sich immer um rassenspezifische Biowaffen, die eine bestimmte, Zitat, Menschenrasse als Zielscheibe hatten. Egal ob Schwarze, Araber oder Juden,
Regierungen haben an Waffen für sie alle gearbeitet. Das Problem bei diesen Forschungen war, dass sie feststellten, dass die Menschen so eng miteinander verwandt sind und grundsätzlich so viele Gene gemeinsam haben, dass es nicht wirklich funktionierte. Bis jetzt. Die größte Gefahr ist jetzt, dass Regierungen, wenn sie an Biowaffen arbeiten, versuchen, zoologische Biowaffen wie Ebola zu nehmen, die Affen und Schimpansen beeinflussen und diese so verändern, dass sie Menschen angreifen. Es gibt Hinweise darauf, dass mit Ebola genau das gemacht wird. Regierungen arbeiten jetzt unter dem Deckmantel der Verteidigung an einer Form von Ebola, die über die Luft übertragen werden kann und 99% von denen umbringt, mit denen es in Kontakt kommt. Dann entdeckt man, dass die herrschenden Eliten besessen sind von der Idee, mittels einer Weltregierung die systematische Ausrottung der Weltbevölkerung zu bewerkstelligen. Informationen dazu sind in meinem Film Endgame, Blaupause für die globale Versklavung, den man umsonst auf YouTube sehen kann. Zumindest jetzt noch, wir werden nämlich in immer größerem Ausmaß zensiert. Bitte teile diesen Film mit allen, die du kennst. Es gibt heute Fische, denen tierische Gene aus Insekten oder Reptilien eingepflanzt werden und die dann ins offene Meer losgelassen werden. Es gibt Klone, die zum Teil menschlich sind und in Kühen gezüchtet werden, sodass man ihnen ihre Organe entnehmen kann. Meine Damen und Herren, es wird oft von Tierrechten geredet, aber was ist mit Menschenrechten? Sie kreuzen Pflanzen und Tiere mit Menschen. Und dadurch können Krankheiten leichter von einer Spezies auf eine andere und auf die Bevölkerung übergreifen. So entstehen mutierende Viren und andere erbgutverändernde Mikroorganismen, die Plagen heraufbeschwören können, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und es gibt Tausende von Laboren auf der ganzen Welt, die an diesen Dingen arbeiten. Wir sehen bereits deutliche Hinweise dafür, dass gentechnisch veränderte Pflanzen all diese unglaublichen Allergien auslösen und unsere Immunsysteme zerstören. Mehr und mehr Regierungen wollen die Bevölkerung überhaupt nicht mehr wissen lassen, wann sie gentechnisch veränderte Nahrung zu sich nehmen. Es wird Klon-Rindfleisch, Klon-Hühnchen und Klon-Fisch entwickelt. Aber es sind nicht nur Klone, sondern auch Kreuzungen aus verschiedenen Spezies. Wenn man die Publikation dieser Biotechnologieunternehmen liest, sieht man, wie sie mit den Kreuzungen aus Mensch und Tier angeben. Sie betonen, dass es von Anfang an essentiell war, sicherzustellen, dass diese Klone keine Rechte haben. Wenn sie Schimpansen mit menschlichen Embryonen kreuzen und Gott spielen, sagen sie, dass diese armen Kreaturen, die sie schufen, keine Rechte haben. Und hört mir jetzt gut zu. Wenn das bereits seit 15 Jahren stattfindet und es jetzt öffentlich gemacht wurde, könnt ihr euch vorstellen, was noch im Geheimen in Laboren der Regierungen und privater Unternehmen weltweit vor sich geht? Deshalb ist die globale Elite so arrogant. Sie spielen schon seit langer Zeit Gott. Sie nehmen die nützlichen Ergebnisse aus ihren Forschungen und verschließen sie aus Gründen der nationalen Sicherheit und behalten sie für sich selbst. Wenn die Menschheit überlebt mit dieser Geschichte, wie sie gerade geschrieben wird, werden zukünftige Generationen mit Erstaunen zurückblicken und sich fragen, wie wir überhaupt überleben konnten und wie die herrschende Klasse so völlig unverantwortlich in ihren Taten sein konnte. Die Krebs- und Diabetesraten haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Wir sind Versuchskaninchen in einem Albtraum, erschaffen von diesen psychopathischen Technokraten, den gleichen Regierungen und Unternehmen, die weltweit dabei erwischt wurden, wie sie Kindern Impfstoffe mit Polio und Syphilis gaben und die Zwangsabtreibungen in China finanzieren. Sie unternehmen diese wahnsinnigen Tests, um den sprichwörtlichen Jungbrunnen zu finden und bringen dabei die gesamte Spezies und den Planeten in Gefahr. Das ist die Bedrohung und nicht Terrorismus unter falscher Flagge oder Amokläufe oder all diese Ablenkungen, die sie benutzen, um uns die zunehmende Einmischung der Regierungen in unsere Leben schmackhaft zu machen. Die Bedrohung ist das Bankenkartell der Globalisten, das die Wissenschaft kontrolliert, indem sie die Finanzierung kontrollieren und so Gott spielen. Kernwaffen sehen im Vergleich dazu wie ein Kinderspielzeug aus. Und die herrschende Klasse verkauft uns das alles als unvermeidliche Entwicklung. Wir werden praktisch von den Borgs assimiliert. Der Transhumanismus, der vom Eugeniker Aldous Huxley mitbegründet wurde, wird unsere Zukunft bestimmen, sie werden es einfach durchziehen und alles andere ist egal. Sie machen es überdeutlich und wir haben nicht mal eine Debatte oder eine Diskussion darüber. Wir werden vergiftet und manipuliert über die Nahrung und das Wasser. Es ist ein Fakt. Wir werden angegriffen. Es gibt eine Revolution gegen die freie Menschheit durch die Eugeniker-Weltanschauung der Globalisten. Ich bin Alex Jones und berichte von der Front des Informationskrieges. Ihr wurdet gewarnt. Jetzt warnt bitte andere.
Frage dich selbst, was tust du in dieser Zeit großer Herausforderungen? Was tust du, um Menschen aufzuwecken? Geh auf Infowars.com und PrisonPlanet.com für die aktuellsten Schlagzeilen und Informationen.